Salzburgs Zukunft. Die Vision. Ich glaube, wir werden es auf jeden Fall hinkriegen, dass der Verkehr wieder fließt. Das ist eine große Zukunft für Salzburg. Vielleicht sogar so kleine elektrogetriebene Kuppelfahrzeuge, wo man dann drinnen sitzt und in alle Richtungen schauen. Es wird so ein riesen Touri-Platz, wo alle herströmen. Eines Tages werden wir es vielleicht sogar recyceln, die ganze Stadt in so Plastik gehüllt, dass das auch alles so bleibt, wie das ist. Ich denke, das ist so Salzburgs momentaner Arbeitsplan. Und ich wünsche mir, dass es vielleicht so ein Zentrum gibt mitten in der Stadt, so eine Glaskuppel, so eine Pyramide, wo Leute tanzen drinnen und trainieren. Und ja, wo quasi Bewegung drin ist. Salzburg, wo Bewegung drin ist. Das lebt und auch wo eine lebende Kultur da wieder ist. Das feiert man jetzt und das wird in Zukunft wieder sein, ganz bestimmt. Da wird das wieder richtig leben und auch was entsteht da und nicht nur wie ein Museum sein, sondern es wird vielleicht die Balance finden. Und ja, sonnige Zukunft auf jeden Fall. Ja, Salzburg tanzt in Zukunft.